Yes, so, Ladies and Gentlemen, Boys and Girls, was geht ab? Ich bin's, Bushkicks für euch am Start. Ihr wisst Bescheid, April steht vor der Tür und was für kranke Baba-Sneaker alles diesen Monat gedroppt werden, erfahrt ihr, wenn ihr bis zum Ende dran bleibt. Ich würde sagen, let's go. Ja Leute, danke auf jeden Fall fürs Reinschalten. Wir schnacken nicht lange und fangen direkt mit dem 1. April an. Und zwar geht es da direkt los mit einem Air Jordan 11 Low. Für mich jetzt nicht die Rarität, Leute, aber im Cement Grey Colorway macht er sich auf jeden Fall für den Sommer bei dem einen oder anderen ziemlich nice. Der Schuh ist meines Erachtens nach ziemlich teuer, da es auch ein Low ist, und 190 Euro, Leute, ist definitiv zu teuer. Deswegen kann ich euch nur ans Herz legen, für einen absoluten Liebhaber oder Personal Only könnt ihr den eintüten. Ich lasse auf jeden Fall safe meine Finger davon. Aber es ist der 1. April, Leute, und ihr könnt es halten, wie ihr wollt. Aber der macht auf jeden Fall den Start. Kommen wir weiter mit dem nächsten Sneaker. Und zwar am 6., der mittlerweile auch schon auf der Sneakers-App gelistet ist, geht es direkt los mit einem Women's Only, Leute. Und zwar der Air Jordan 3er im Lucky Green Colorway. Leute, Silhouette ist so lala, der Colorway ist auf jeden Fall sehr cool und sehr clean. Man kann also nichts falsch machen, denn irgendwie in den letzten Monaten sind vermehrt Air Jordans rausgekommen mit grünen Applikationen dran, warum auch immer. Es ist auf jeden Fall jetzt nicht so meine Farbe, aber wenn ihr Bock auf diesen Sneaker habt, gerade die Frauenwelt, dann solltet ihr den auf jeden Fall eintüten. Der Sneaker kostet roundabout 200 Euro, ist auf jeden Fall wieder ein stolzer Preis für ein paar Sneaker. Anyway, Leute, der kommt am 6. raus. Es geht weiter mit dem 6., Leute. Und zwar mit einem Air Force One mit The Color of the Month, Leute. Der ist auch mittlerweile auf der Sneakers-App gelistet und auf anderen Apps natürlich auch. Da könnt ihr euch gerne eintragen, was diesen Schuh besonders macht. Er ist auf jeden Fall sehr clean weiß. Es ist ein sehr geiler, gehypter Sneaker. Ihr wisst Bescheid, Air Force One gehen immer. Und was halt ganz cool ist, ist, diesmal hat er so eine coole, transparente Sohle, die auf jeden Fall richtig fresh kommt, vor allen Dingen beim Saubermachen. Und der hat dann halt noch so ein cooles, kleines, süßes Nike-Swoosh-Zeichen an der Seite und hebt sich halt ein bisschen ab für 129 Euro, Leute. Wenn ihr Bock auf einen coolen, günstigen, zeitlosen Sneaker habt, dann seid ihr am 6. April auf jeden Fall an der richtigen Stelle und könnt euch den dann da für 129 Euro eintüten. Dann, Leute, ist am 8.4. ein Air Jordan angesetzt, und zwar der Multicolor Air Jordan High. Ich lasse da safe auch die Finger weg, denn das ist überhaupt gar nicht meins, Leute. Es sind zwei verschiedene Farbgebungen da drin oder mehrere Farbgebungen da drin, aber der eine Sneaker sieht anders aus als der andere, ist definitiv nicht so mein Sneaker. Und Leute, falls ihr jetzt denkt, irgendwie ihr könnt da irgendwie im Resell was raushasseln oder sowas, dann muss ich euch leider enttäuschen, denn dieser Sneaker wird euch auf jeden Fall null im Resell bringen und ich würde auf jeden Fall die Finger davon lassen. Es sei denn, ihr sagt, der Sneaker, den brauche ich unbedingt für den Sommer, der ist sowas von fresh, sowas von nice, dann solltet ihr den auf jeden Fall eintüten. Interessanter wird es allerdings bei dem Air Jordan 1 OG High Celtics, Leute, der am 15.04. rauskommt, und der sieht auf jeden Fall von der Farbgebung schon wieder ein bisschen cooler aus. Gerade mit dem Schwarz und mit dem Grün und mit dem Weiß sieht der auf jeden Fall ziemlich fresh aus, und es wäre auf jeden Fall ein Air Jordan, wo ihr eventuell den ein oder anderen Euro noch dran machen könnt, aber mehr als 30 bis 50 Euro ist bei diesem Air Jordan, denke ich mal, nicht zu holen, wenn es den nicht sogar dann noch irgendwie ein bisschen vermehrt gibt. Das muss ich dazu sagen. In letzter Zeit waren wir alle in der Hoffnung, dass da immer irgendwie nochmal irgendwas an den Air Jordans zu machen ist. Wir wurden leider enttäuscht, weil der Stock einfach viel zu hoch war und man den dann nach wie vor dann auch noch vorrätig auf der Sneakers-App kaufen konnte. Deswegen, Leute, müsst ihr jetzt echt wissen, ob ihr diesen Sneaker personal haben wollt oder nicht. Denn Resell geht da nicht viel. Dann wird es auf jeden Fall ganz, 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 ganz wild, Leute. Denn es kommt wieder eine coole Kollabo. Und zwar, wenn Nike sich gerade in dem Segment SBs tut, dann wisst ihr auf jeden Fall, wird es wild. Und zwar wird es wild mit Run the Jewels und Nike SB Dunk High tun sich zusammen und hauen hier ein absolutes Brett am 20. April raus. Und zwar habt ihr ein Nike SB Dunk High, und zwar mit so richtig coolen Plüsch. Es sieht eigentlich so aus wie das Gegenstück von dem Grinch Sneaker, Leute, der mit so grünem Fell ist. Habt ihr jetzt hier einen sehr auffälligen pinken Sneaker, Leute. Ihr wisst Bescheid, ich werde auf jeden Fall meine Hände dafür ins Feuer legen, dass ich den auf jeden Fall brauche, denn sowas tue ich mir immer gerne an, auffällige Schuhe. Ihr wisst Bescheid, richtig, richtig krank, und ihr könnt euch auch sicher sein, dass ihr da den ein oder anderen Euro machen werdet. Da
reden wir hier von Preisen, wo ihr auf jeden Fall 100 bis 150 Euro, denke ich mal, plus machen könnt, wenn nicht noch für einen Liebhaber mehr. Dann gibt es natürlich auch noch am selben Tag ein Dunk-Low. Wie sollte das anders sein? Und das ist auf jeden Fall auch mal so ein krasses Blau und so eine krasse Farbgebung. Es ist von demselben Run the Jewels und Nike SB Dunk-Low. Die haben sich zusammengetan und haben dann mal wieder einen krassen Sneaker rausgebracht. Er ist auf jeden Fall sehr gelungen, er hat sehr viele Details, er hat eine coole Farbgebung, er hat ein cooles Upper und deswegen, Leute, sollte man sich überlegen, ob man da nicht versucht, den Sneaker da einzutüten. Denn Leute, last but not least, der Air Jordan 1 Low Travis, auf den wir so lange gewartet haben. Leute, am 26. April ist es denn endlich soweit und die Gerüchteküche brodelt, Leute. Ihr wisst Bescheid, es soll wahrscheinlich der allerletzte Air Jordan in der Kollabo mit Travis Scott sein. Danach wird es dann erstmal keine Air Jordans mehr geben. Deswegen habt ihr am 26. April endlich die Möglichkeit, den einzutüten. Es hört sich leichter gesagt an als getan. Ich werde auf jeden Fall auch alles dafür tun, den zu bekommen. Ich weiß nicht, ob ich meine Hände da irgendwie dann nochmal in Resell tue und versuche da noch irgendwie ordentlich drauf zu blechen. Aber die Preise sind bei dem Black Phantom eigentlich auch so ein bisschen gesunken und das ist nach wie vor noch ein geiler Sneaker, den ich mir holen möchte. Das ist aber eine andere Geschichte. Am 26. April, Leute, kommt jetzt auf jeden Fall der Air Jordan 1 Low im Olive-Colorway und für 150 Euro, wird auch irgendwie immer teurer, haben wir auf jeden Fall die Möglichkeit, den dann einzutüten. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen an der Stelle. Dann haben wir noch am 29. April, Leute, einen coolen Air Jordan 3 Wizards. Leute, er sieht unnormal krass aus, weil er vorne diese Zementapplikation hat oder dieses Elephant Print mäßige, das könnt ihr jetzt auch sehen, wie ihr wollt. Und dann mit dem ganzen Weiß und mit dem goldenen Air Jordan Logo vorne drauf finde ich den auf jeden Fall ziemlich, ziemlich fresh und muss ganz ehrlich sagen, das ist auf jeden Fall ein geiler Sneaker, den man auf jeden Fall auch zu einer coolen Jeanshose kombinieren kann und sowieso generell zu einem geilen Fit kombinieren kann. Das ist denn so für mich persönlich auf jeden Fall noch ein Sneaker, den ich versuchen werde zu bekommen. Ich habe euch jetzt hier einige Sneaker vorgestellt, die so auf mich abgeschnitten sind, also wo ich auch sagen würde, die würde ich mir holen. Es kommen noch lang andere Sneaker raus, Leute, aber dann würde die Folge hier auf jeden Fall mehr als eine halbe Stunde dauern, wenn wir jetzt über jeden einzelnen Sneaker reden würden. Deswegen schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare bitte, welchen Schuh ihr euch eintüten möchtet, wo ihr auf jeden Fall versucht, ein bisschen Plus dran zu machen. Ich denke, da wird es auf jeden Fall einen Sneaker geben, wo alle versuchen, total durchzudrehen und das Möglichste an Geld im Resell rauszuholen. Ich verkaufe keine Schuhe, Leute, ihr wisst Bescheid. Ich werde mir diese Sneaker nur personal alle zulegen und Daumen sind gedrückt. Ich freue mich fürs Reinschalten, Leute. Vergesst nicht, meinen Kanal hier zu abonnieren. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf den nächsten Sneaker-Content mit euch. Doch bis dahin, stay tuned, bleibt am Fleek, passt auf euch auf, euer Baschkeks. Peace.